Ihr habt einen Einwurf, doch die Gegner geben euch nicht genug Raum, um den Ball zum Mitspieler zu werfen? Dann benutzt doch den Fake-Einwurf. Mit diesem Trick könnt ihr den Wurf antäuschen und so eure Gegner verwirren. Gerade weil der Fake-Einwurf auch mehrere Male hintereinander ausgeführt werden kann, ehe ihr den Ball dann wirklich zum Mitspieler bringt. Drückt dafür einfach bei der klassischen Steuerung zuerst den Knopf für das Flanken und danach den Passknopf. Schon täuscht euer Spieler einen Wurf an, der sich mit dem linken Stick dann auch noch in eine bestimmte Richtung bewegen lässt. Viel Spaß!